Die Haut muss weg vom Herzen. Ja, ja, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Gott ist besser, als du es dir vorstellen kannst. Hast du dir schon gefragt, warum wir eine ganze Ewigkeit im Himmel verbringen müssen? Weil wir eine ganze Ewigkeit dazu brauchen werden, um zu schnallen, wie gut Gott ist. Gott ist so unwahrscheinlich gut. Er ist so herrlich, er ist so vollkommen, er ist so liebevoll, er ist das Wesen Gottes, ist das Um und Auf, um alles zu erleben, was Gott für uns hat. Wenn wir das Wesen Gottes wirklich ergriffen haben, dann werden wir auch den Rest, den Gott uns durch Christus gegeben haben, ganz leicht ergreifen können. Aber wenn wir das Wesen Gottes nicht wirklich ergreifen, dann werden wir uns in allen anderen Dingen auch schwer tun. Ach, ich könnte euch Geschichten erzählen, noch und nöcher, was alles geschehen ist, weil Menschen irgendwann mal im Herzen ergriffen haben, dass Gott ja so viel besser ist, als die Religiosität und die Religion es uns verzapft hat. Er ist einfach unwahrscheinlich gut. Er ist so herrlich und so gut. Okay, jetzt haben wir eine Basis gelegt, gestern und heute, wie Gott uns liebt, wie bedingungslos er uns liebt. Jetzt hat mich jemand da bei der Damentoilette, nicht auf der Damentoilette, sondern bei der Damentoilette, bitte, hat mich jemand eine Frage gestellt. Und ich denke, die Frage, die stellen sich viele Leute, und darum werde ich sie jetzt auch hier beantworten. Nämlich, die Frage war folgendes. Ja, was kann ich tun, damit das jetzt nur nicht zwei Tage hier beim Seminar ist, ja, Gott liebt mich, Gott liebt mich, Gott liebt mich, Gott liebt mich, sondern dass das anhält, dass das wirklich bleibt. Und das ist eine gute Frage. Und es soll ja nicht so sein, dass ihr zwei Tage hier seid und dann werdet ihr voll gepumpt, emotional aufgebauscht und dann geht ihr nach Hause und alle drei Wochen braucht ihr wieder eine neue emotionale Aufbauschungsspritze. Das ist ja nicht der Sinn des Christenlebens. Das haben wir leider sehr viel gemacht. Aber ich halte von dem gar nichts. Also, es ist total wichtig, dass es in unserem Herzen eine wirkliche Überzeugung wird, eine Sicherheit in unserem Herzen wird, dass Gott nichts anderes ist als Liebe und er gar nicht anders handelt als motiviert von bedingungsloser, selbstloser Liebe. Und ich sage den Leuten immer wieder, es tut uns allen gut, dass wir 1. Korinther 13 hernehmen. Im 1. Korinther 13 gibt es 15 Attribute. Durch diese 15 Attribute wird Liebe beschrieben. Und dann tun wir Folgendes. Wir nehmen diesen 1. Korinther 13 und wir studieren ihn durch. Das ist ja auch gut so. Und dann lernen wir, was es bedeutet zu lieben. Und dann versuchen wir, alles zu tun, um auch so zu lieben. Ist ja auch schön und nett. Nur die Basis, der Ansatz ist der falsche. Wir müssen Folgendes tun. Und das habe ich mir auch getan. Man nimmt sich den 1. Korinther 13 und 15 Attribute für Liebe. Liebe ist, das erste ist was? Geduldig, Liebe ist freundlich. Wir kennen ja die 15 Attribute. Und 1. Johannes 4, Vers 16 sagt, Gott ist Liebe. Und dasselbe, was hier verwendet wird, für Liebe ist dasselbe Wort, welches in 1. Johannes, lasst es zurück oben, passt schon, lasst 1. Korinther 3, 4, 4 oben. Das gleiche Wort für Liebe wird auch im 1. Johannes 4, Vers 16 verwendet. Gott ist Liebe. Und schau mal her, gehen wir jetzt mal durch, wow, ihr seid schnell da hinten, wer ist das? Ist das der Tops oder du bist das hier? Also unwahrscheinlich, der Mann soll einen Bonus dafür bekommen. Holt ihr vom Peter einen Bonus ab, wie alt ist der denn? 14. Hol dir von Peter 50 Euro Bonus ab. Peter gibt's den 50 Euro, okay? Peter ist mein Mitarbeiter, der hier vorne sitzt, der mit dem blauen T-Shirt. Gehst nachher zum Peter. Peter gibt dir 50 Euro Bonus, okay? Weil du doch, du musst sie nicht annehmen, wenn du nichts willst. Dann nehme ich mir. Peter, wenn's er nicht will, gibt's es mir. Okay?
Aber wenn du es annehmen möchtest, Peter gibt dir 50 Euro Bonus, weil du hier so eine gute Arbeit machst. Die Bibel sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also ist alles durchaus biblisch, was wir hier tun. Auf jeden Fall. Stell dir vor, wenn die Bibel sagt, Gott ist Liebe, das bedeutet dann auch, dass Gott diese 15 Attribute lebt. Sonst wäre Gott nicht Liebe. Und wie wir hinkommen zu dem Punkt, dass das wirklich auch unser Herz ergreift. Und ich glaube nach wie vor, dass die Offenbarung sehr wichtig ist. Das Erkennen ist wichtig. Das will ich gar nicht so, ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig ist. Aber ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht, dass wir auf die Offenbarung, auf das Erkennen eine falsche Betonung gelegt haben. Nämlich, wir haben die Lehre irgendwoher aufgegabelt von Rhema und Logos. Kennt ihr bestimmt alle. Diese Lehre ist nicht biblisch. Ich habe mir die Aufgabe einmal gemacht und bin hineingegangen ins griechische Neue Testament und ich habe mir jede einzelne Bibelstelle rausgesucht, die Logos und Rhema verwendet. Und bin ich drauf gekommen, dass dieses nicht so ist, dass Rhema ist das erkannte, offenbarte Wort und Logos ist halt einfach das geschriebene Wort. Diese Worte werden im griechischen Urtext wechselweise verwendet. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, du brauchst ein Rhema. Das heißt, irgendwie muss dir der Herr eine Offenbarung geben, ein Wort muss rausspringen auf der Bibel und dann kannst du daran glauben. Nur das ist der falsche Weg. Die Wahrheit ist, wenn es Gott sagt, dann musst du es anerkennen. Und es ist dir wichtig, dass das Herz das erkennt. Ganz wichtig. Und es ist ja auch schön, dass irgendwann mal beim Bibellesen springt was raus und wird es lebendig. Ist ja auch schön. Alle diese Dinge sind ja nicht falsch. Was falsch ist, ist, dass wir beim Bibellesen darauf warten, dass uns was rausspringt und bis zu dem Punkt erkennen wir nicht an, dass was Gott gesagt bereits die Wahrheit ist. Und diesen Weg sind wir leider falsch gegangen. Dass wir Dinge ignoriert haben, die Gott schwarz auf weiß geschrieben hat. Da gibt es so viele Dinge, da braucht kein Mensch mehr eine Offenbarung davon. Wenn ich zu Debbie sage, meine Liebe, ich komme nächste Woche nach Hause, dann braucht Debbie keine Offenbarung, dass ich nächste Woche nach Hause komme. Ich habe es ihr bereits geschrieben. Das kann sie nachlesen. Da braucht sie nicht warten, bis sie, Offenbarung, jetzt ist mir es richtig groß geworden. Die Debbie liest und sagt, nächste Woche kommt mein Mann zu mir nach Hause. Sie erkennt das an, dass was ich sage, die Wahrheit ist. Und das war für mich ein unwahrscheinlicher Schlüssel, auch wenn es darum geht, die Liebe Gottes zu erleben. Wir wollen sie erleben, wir wollen sie spüren, wir wollen sie auch im Herzen erleben, ist mir völlig klar. Aber als ich irgendwann begriffen habe, dass ich einfach anerkennen muss, dass wenn Gott etwas gesagt hat, dann steht er dazu. Dass wenn Gott etwas bewiesen hat durch den Opfertod seines Sohnes Jesus Christus, dann ist das Beweis genug. Und ich habe begonnen anzuerkennen, dass ich geliebt war, während ich noch der Feind Gottes war. Und indem ich das anerkannt habe, bedeutet Folgendes. Ich sage Gott, ich erkenne das als die Wahrheit an. Weil du es gesagt hast, ist es die Wahrheit. Und was geschieht dann? Das Herz schreit, glaubst du gar nicht, glaubst du gar nicht, glaubst du gar nicht. Und dann sagen wir, siehst du, es funktioniert doch nicht. Weil im Herzen habe ich es nicht ergriffen. Ja, das stimmt ja. Dein Herz hat es nicht ergriffen. Aber wir kommen zur Erkenntnis über die Anerkenntnis. Da gibt es zwei Arten und Weisen, wie wir zur Erkenntnis kommen. Das eine ist, der Geist Gottes offenbart uns. Wunderbar, du sitzt in einer Predigt, plötzlich gehen dir die Lichter auf. Wunderbar, Erkenntnis. Du liest es in der Bibel, plötzlich springt es dir raus. Wunderbar, Erkenntnis. Alle diese Dinge sind wunderbar. Aber sehr oft kommen wir zur Erkenntnis über das Anerkennen. Indem ich einfach sage, Herz,
Ich werde dich schon zum Glauben bringen, indem ich mich entschieden habe, anzuerkennen, was die Wahrheit ist. Und wenn wir anerkennen und sagen, das Wort Gottes sagt, so steht es geschrieben, Jesus hat es mir bewiesen, da gibt es genügend Bibelstellen und die erkenne ich als die Wahrheit an. Und wenn wir einfach darauf beständig bleiben, beständig daran bleiben und sagen, das erkenne ich als Wahrheit an, irgendwann kommt das Herz und sagt, okay, ich gebe nach, du hast recht. Wisst ihr, wir glauben, wir haben oft nicht kapiert die Kraft unseres freien Willens. Wir haben sehr wohl die Fähigkeit, unser Herz zu verändern. Wir haben von Gott dieses wunderbare, herrliche Geschenk bekommen, den freien Willen. Und ich kann mich mit meinem freien Willen entscheiden, ob ich anerkenne, dass ich geliebt bin oder ob ich es nicht anerkenne. Und wenn ich es anerkenne und da beständig bei dieser Anerkennung bleibe, wird die Anerkennung zur Erkenntnis. Und die Erkenntnis wird dann zum Erlebten. Und das Erlebte wird dann auch zum Gespürten. Ich kann mich erinnern, als der Herr zu mir gesagt hat, Reinhard, du wachst jeden Morgen falsch auf. Warum? Ich bin jeden Morgen so aufgewacht. Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich. Und dann sagt der Herr zu mir, Reinhard, ich möchte nicht mehr, dass du so deinen Tag beginnst. Ja, da haben die religiösen Geister in mir mal geschrien. Nicht, dass ich dämonisiert war, wisst, was ich meine. Das religiöse Pharisäertum, das so gerne in uns drinnen sitzt. Moment mal, ich soll nicht meinen Tag beginnen zu sagen, Jesus, ich liebe dich? Der Herr hat gesagt, ich möchte nicht, dass du so deinen Tag beginnst. Okay, Herr, wie soll ich denn meinen Tag beginnen, wenn ich aufwache? Ich möchte, dass du deinen Tag beginnst, wenn du munter wirst und sagst, Jesus, danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ja, rate mal, was geschehen ist. Nächsten Morgen wache ich auf. Jesus, danke, dass du so mich liebst. Alles in mir hat geschrien, in meinem Herz. Ich sage immer, zwei kannst du nicht in die Irre führen, deine Ehefrau und dein Herz. Das kannst du versuchen, so viel du willst. Die Frau weiß ganz genau, was los ist. Oder ist meine Frau die Einzige, die weiß, was los ist? Ich sagte was, der Mann kommt nach Hause und die Frau sagt, wie geht's dir? Der Mann sagt, gut. Sie sagt, warum lügst du mich an? Es geht mir wirklich gut. Dir geht's nicht gut. Doch, mir geht's gut. Ich bin nicht der Einzige, der so eine Frau hat. Die kannst du nicht hinters Licht führen. Ich weiß nicht, wie viele Dutzenden Ehen versucht, wiederherzustellen, die in Ehebruch gelandet sind. Die Frau hat es immer gewusst, auch wenn sie keine Beweise hat. Die Frau kannst du einfach nicht hinters Licht führen. Okay, das ist ja kein Eheseminar, wir machen über das Herz weiter, über die Liebe. Und ich kann mich erinnern am Anfang, wo ich einfach gesagt habe, ich werde jetzt Gott gehorchen. Ich werde meinen Tag beginnen, Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Mein Herz hat geschrien, das ist falsch, du musst ihm sagen, wie sehr du ihn liebst, das glaubst du ihr gar nicht. Und ich habe gesagt, ich erkenne das als die Wahrheit an. Und habe einfach mich entschieden, es ist geschrieben, da gibt es genügend Beweise in der Bibel, das erkenne ich die Wahrheit an. Und ich kann mich erinnern, als die Anerkenntnis zur Erkenntnis wurde. Wow, plötzlich hat es mein Herz geschnallt. Und als es mein Herz geschnallt hat, habe ich es erlebt und habe ich es auch gespürt. Und dann begannen in meinem Leben ständig Beweise seiner Liebe zu sein. Ich sagte etwas, was ich in unserer Mentoring-Gemeinschaft so gerne sage, nämlich Folgendes. Kein Christ erlebt das, wofür Jesus für ihn am Kreuz bezahlt hat. Kein Christ erlebt das. Jeder Christ erlebt nur das, was er glaubt, wofür Jesus für ihn am Kreuz bezahlt hat. Jesus hat für jeden das Gleiche bezahlt. Aber jeder erlebt nicht das Gleiche. Jesus liebt jeden gleich. Warum war der Einzige, der geschrieben hat, der Jünger, den Jesus liebt, der Johannes? Warum haben es die anderen nicht geschrieben? Hat Jesus Johannes mehr geliebt? Natürlich nicht. Johannes 13 sagt die Bibel ganz klar. Er wusste, woher er kam, er wusste, wohin er ging. Er liebte die Seinen und er liebte sie bis zum Ende. Er hat alle 12 gleich geliebt. Aber einer hat sich entschieden, diese Liebe mehr anzuerkennen und mehr zu erleben.
Und von allem, was Jesus für dich getan hat, so viel wirst du erleben, wie du es im Herzen glaubst. Darum, du kannst jeden Tag deines Lebens die Liebe Gottes erleben, wirklich erleben. Durch Versorgung, durch Veränderung der Umstände, durch offene Türen, durch Ohrstopseln, die du bekommst. Du kannst jeden Tag Beweise, Erlebnisse mit der Liebe Gottes haben. Nicht nur Gefühle und Spüren. Du kannst jeden Tag die Liebe Gottes wirklich erleben. Aber du erlebst nicht so viel Liebe Gottes, wie Gott für dich hat. Du erlebst so viel Liebe Gottes, wie du in deinem Herzen glaubst, dass es dir gehört. Und viele von uns, die glauben ja gar nicht, dass wir uns die Liebe Gottes verdient haben. Wisst ihr, ich stoße mich sehr daran, an der Aussage, Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes. Ich stoße mich sehr daran, weil das stimmt nicht. Die griechische Definition vom Wort Gnade ist nicht die unverdiente Gunst Gottes. Das ist es nicht. Es ist ein Teil der Gnade, ist die unverdiente Gunst Gottes. Das ist nur ein Aspekt. Die Gnade ist viel, viel größer als dieser eine Aspekt. Und darum ist auch wichtig, dass wir verstehen, wie viel wir persönlich von der Liebe Gottes erleben und spüren, ist, wie viel wir beginnen anzuerkennen. Und dann irgendwann wird es auch unser Herz erkennen. Und dann wird es zu einem Lebensstil. Dann erleben wir das, dann spüren wir das und dann wird es für uns einfach wie das Atmen. Es wird ganz eine Natürlichkeit sein, eine Normaligkeit sein. Schau mal, geh mal wieder hinauf, 1. Korinther 13, Vers 4. Ich habe gesehen, Peter ist schon zurückgelaufen. Ich denke, der hat ihn schon bezahlt, nehme ich an. Ich habe einen sehr guten Mitarbeiter. Wunderbar. Er hat er bezahlt, es geht nichts mehr. Hätten wir sollen mehr zahlen. Also Peter, wir hätten sollen 100 Euro zahlen. Hast 100, hast 50 bezahlt, alles klar. Okay, schau mal, mein lieber Freund. Gott ist Liebe. Wir nehmen jetzt das Wort Liebe weg und wir tauschen es aus für Gott. Denn Gott ist Liebe. Also, du fangst an, darüber nachzusinnieren, Leg mal 10 Euro drauf, vielleicht klappt es dann besser. Weil jetzt ist immer wieder schwarz. Wir geben dir noch 10, wir geben dir noch 10 dazu. Und wenn es nicht klappt, noch 10 und noch 10. Solange bis das klappt. Irgendwann wird das schon klappen. Es kommt darauf an, wie hoch sein Preis ist. Bitte? Er soll mit dem Beamer sprechen, okay. Ah, das Internet ist abgeschlossen, okay. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist geduldig. Mit anderen Worten, die Liebe hat eine Eselsgeduld. Gott ist Liebe. Also, du fangst an, Gott wie zu sehen, als einem, der mit dir endlose Geduld hat. Wenn die Liebe geduldig ist und Gott geduldig ist, heißt das, Gott ist was? Geduldig. Ja, wie kannst du dann noch denken, dass Gott mit dir ungeduldig ist? Weil du die Wahrheit nicht anerkannt hast. Die Liebe ist freundlich. Das heißt, Gott wird niemals dir in Unfreundlichkeit begegnen, denn Gott ist Liebe. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe sucht nicht das ihre, das eigene. Mein Lieblings von den 15 Attributen ist mein Lieblingsattribut, die Liebe sucht nicht das ihre. Und ich sagte mal das, oder das eigene, wie sagt es in der Luther? Das ihre. Weißt du, warum das mein Lieblingsattribut ist? Weil Gott ist Liebe, das heißt, in Gottes Wesen ist nichts Selbstsüchtiges. Gott liebt mich nicht, weil er mich braucht. Dann wäre er selbstsüchtig. Gott hat mich auch nicht errettet, weil er mich im Himmel braucht. Das wäre auch selbstsüchtig. Gott hat mich auch nicht geschaffen, weil er einsam gewesen wäre ohne mich. Das wäre auch selbstsüchtig. Ich habe mal die Frage gestellt im Internet, warum hat Gott den Menschen geschaffen? Wisst ihr, was faszinierend war? Da habe ich hunderte Antworten bekommen. Die Lobpreisleiter haben alle geschrieben, Gott hat uns geschaffen, damit wir ihn anbeten. Die Evangelisten haben alle geschrieben, Gott hat uns geschaffen, damit wir andere Menschen zu Jesus führen.
Also jeder hat irgendetwas geschrieben, aber keiner hat die richtige Antwort geschrieben. Weißt du, warum Gott dich geschaffen hat? Darf ich ein bisschen philosophisch werden hier? Ja, okay, zwei erlauben es mir, ich werde es trotzdem. Wenn Gott Liebe ist und die Liebe beschrieben wird, dass sie selbstlos ist, Gott sucht nicht das Ihre, und die selbstlose Liebe kein Objekt zu lieben hat, gibt es keinen Sinn mehr für die Liebe zu existieren. Also hatte Gott sich entscheiden müssen, sich selbst aufzulösen oder Objekte der Liebe zu schaffen. Sich selbst aufzulösen tut er nicht, das macht Gott nicht, also blieb nur eines übrig, was zu tun? Objekte der Liebe zu schaffen. Also hat er dich in die Welt gesetzt. Gott hat dich nicht geschaffen, weil er jemanden brauchte, der ihn liebt. Gott war schon glücklich, bevor er dich hatte. Gott brauchte nicht von dir geliebt zu werden, damit er in seinem Wesen Erfüllung findet. Gott hat dich geschaffen, weil Liebe, die sich nicht ausdrückt, keinen Sinn ergibt. Und da Gott Liebe ist, das ist sein Wesen, und Gott unbedingt seinem Wesen Ausdruck geben müsste, nämlich der Liebe, und die Liebe nie Selbstinteresse hat, hat Gott was gesagt? Ich weiß, wie ich mein Problem löse. Ich schaffe Menschen und die mache ich zum Objekt meiner Liebe. Ich schaffe einfach Menschen, damit ich jemanden habe, selbstlos zu lieben. Und dann kommt die Religion und sagt was? Liebe Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen. Schaff, mach, tu, wirk, schaff, mach, tu, wirk, schaff, mach, tu, wirk. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, weil er Mitarbeiter bräuchte. Die Engel haben einen besseren Job getan als wir. Die tun, was er sagt. Und trotzdem hat Gott uns geschaffen. Er wollte Objekte seiner bedingungslosen, selbstlosen Liebe. Und das erkennst du einfach immer wieder an. Und während du das anerkennst und als Wahrheit akzeptierst, dann wird es dein Herz erkennen, dann wirst du es erleben und dann wirst du es auch fühlen. Wisst ihr, ich erlebe die reale Liebe Gottes jeden Tag. Also wenn ich nie, abgesehen von Brasilien, unseren Kinderheimen, es geht ja gar nicht nur in Brasilien um unsere Kinderheimen, es geht in meinem täglichen Alltag. In meinem täglichen Alltag immer wieder sehe ich und erlebe ich Dinge, die einfach, das kann nur die Liebe Gottes sein, die das tut. Das geht gar nicht anders. Die Liebe Gottes ist so infinitiv, so endlos, so tief, so herrlich, so breit, so weit. Aber du erlebst so viel, wie du es wirklich auch anerkennst und erkennst. Und jetzt geht nach Hause schön, nicht jetzt, aber dann halt heute Abend oder morgen in der Früh. Dann geht schon nach Hause und fangt einfach an, es permanent anzuerkennen, ich bin geliebt. Dann geht ihr nach Hause und sagt dir Folgendes. Gott, ich weiß, dass Reinhard sagt, er ist ein Lieblingskind, aber der hat es gar nicht geschnallt. Ich bin's in Wirklichkeit. Ich bin's. Und den Reinhard lasse ich einfach in seinem Glauben, soll er selig werden damit, aber in Wirklichkeit, ich weiß, dass es ich bin. Ich hoffe, dass ihr das alles tut. Nachdem wir uns jetzt alle so geliebt wissen und geliebt fühlen und geliebt erleben und geliebt anerkennen und geliebt erkennen, werde ich euch jetzt zeigen, wie wir darauf reagieren sollen. Okay? Das heißt, wir wollen und wir sollen und wir werden Menschen sein, die ein Leben leben, das Gott auch wohlgefällt. Lass mich kurz etwas sagen. Etwas, was ich eigentlich nicht tue, das geht gegen mein eigenes Prinzip. Aber ich sage es jetzt einfach einmal kurz. Und ich sage es nur deswegen, weil zweimal schon gesagt wurde, dass die Menschen gesagt haben, wo können sie Geld hinspenden. Okay? Und zwar, wir haben auch einen Mediendienst. Und wenn irgendjemand von euch irgendwann am Herzen hat und sagt, ich will diesen Mediendienst unterstützen, ihr könnt auf das Lichtensteiner Konto überweisen, was ihr wollt, und dazu schreiben, Mediendienst Reinhard Hirtler. Dann wird kein Cent irgendwie anders verwendet, außer für den Mediendienst. Die Dinge, die umsonst zur Verfügung gestellt werden, hier im deutschsprachigen Bereich, okay? Das war kein Aufruf um Spenden, das tun wir nicht. Das war nur die Antwort auf die Fragen, die Leute eben gestellt haben. Okay, wie können wir jetzt ein Leben leben, das Gott wohlgefällig ist? Wisst ihr, es ist für mich etwas Trauriges. Und ich sage wirklich für mich etwas Trauriges. Und ich war schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe,
Ich wünschte mir, ich hätte die Wahrheit vom vollbrachten Werk des Kreuzes nie gelehrt. Ich wünschte mir, ich hätte den neuen Bund nie gelehrt. Und ich habe unwahrscheinliche innere Kämpfe mit mir gehabt. Also unwahrscheinliche innere Kämpfe. Und dann hat der Herr mir geholfen. Der Grund, warum ich diese Kämpfe hatte, weil ich 100% überzeugt bin, wie gut Gott ist, wie perfekt das vollbrachte Werk des Kreuzes ist, wie wunderbar der neue Bund ist. Wir brauchen Gott, um nichts mehr zu betteln, nichts mehr beflehen, nicht mehr fürbitten. Wir brauchen gar nichts mehr. Wir brauchen im nehmenden Glauben ergreifen, was uns alles gehört. Er hat es vollbracht. Ich habe mir das sogar auf meinen Arm tätowieren lassen. Jesus paid it all. Damit ich niemals vergesse, es gibt nichts mehr zu bezahlen. Ich habe David versprochen, ich mache mir nur 2 Tätowierungen, also habe ich nur die und die hier, sonst hätte ich auch hier noch eine. Aber ich halte mein Versprechen. Aber die Wahrheit, dass Jesus für alles bezahlt hat, die Wahrheit, dass Gott so gut ist, es uns in Christus bewiesen hat und es nichts mehr hinzuzufügen gibt, die Wahrheit, dass alles mir gehört und ich so viel habe, wie ich nehme, weißt du, jeder Christ kann so viel göttliche Versorgung erleben, wie er sich nimmt. Das hört sich eigentlich absurd an, oder? Ich habe dieses Mal, das erste Mal überhaupt, wir hatten die 11. IPS, die 11. Schule des prophetischen Übernatürlichen. Ich habe ein ganzes Modul eingebaut. Wir haben 2 Tage lang über nichts geredet, als über die Finanzen. Und die Leute waren schockiert, wie klar die Bibel ist. Wie klar die Bibel ist, es gibt eine einzige Quelle für finanzielle, materielle Versorgung und diese Quelle heißt Gott und diese Quelle hat kein Limit. Ich habe das denen bewiesen, es gibt über 2000 Bibelstellen, die darüber reden, über das Materielle und ich habe die durchgeackert von vorne bis hinten. Du kannst nicht biblisch lehren, dass Gott irgendwelche finanzielle Beschränkungen auf seine Kinder legt. Das kannst du in der Bibel nicht finden. Die Bibel warnt uns davor, das Geld zu lieben. Die Bibel warnt uns davor, habgierig zu sein. Das sind eine andere Sache. Aber Gott hat seine Kinder keine materiellen Beschränkungen auferlegt. Die hat er ihnen nicht auferlegt. Wir haben eben so viel, wie wir glauben. Und dann gibt es Menschen, die haben begonnen zu ergreifen, das vollbrachte Werk des Kreuzes, was Jesus getan hat für mich, was Jesus bezahlt hat. Die haben angefangen, wirklich das einfach auch im Herzen zu ergreifen und haben dann Versorgung erlebt, die plötzlich unwahrscheinlich herrlich und übernatürlich war. Die haben Heilung erlebt für Krankheiten, die sie seit 50 Jahren gelitten haben und hunderte Male für sich beten haben lassen. Die haben Umstände verändert erlebt, die haben das Geschäft plötzlich in Wohlstand aufblühen gesehen. Da haben so viele Menschen so viele herrliche, lebensverändernde Dinge in ihrem Leben erlebt. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben dann den Fokus von Jesus verloren. Und sie haben dann den neuen Bund hergenommen, um, jetzt habe ich endlich was gefunden, wie es mir besser gehen kann. Und obwohl Gott will, dass es dir gut geht, darf der Fokus niemals von Jesus genommen werden. Jesus, mein lieber Freund, ohne ihn gäbe es den neuen Bund doch gar nicht. Es gäbe ihn gar nicht ohne Jesus. Er ist der Bund. Und als ich gesehen habe, wie Menschen dann anfangen, das zu nehmen, was sie bekommen können, aber die Person irgendwie so auf die Seite lassen, das hat mir einen Stich durchs Herz gegeben. Haben gedacht, um Himmels Willen, es kann doch immer nur um Jesus gehen. Es kann doch nicht sein, dass die Dinge, die ich durch ihn bekomme, wichtiger werden als er als Person. Es kann doch nicht sein, dass ich der Heilung nachlaufe und dabei an Jesus vorbeilaufe. Es kann doch nicht sein, dass ich das Wunder suche und dabei gar nicht merke, dass er hier ist. Und ich habe so eine Traurigkeit gespürt. Ich habe mir damals gedacht, hätte ich doch diese Lehre nie gelehrt, hätte ich dieses Buch nie geschrieben, warum habe ich mich auf so etwas eingelassen? Jetzt gibt es Menschen, die feiern, ach, ich bin im neuen Bundhauskreis, bist du auch im neuen Bundhauskreis? Und dann habe ich eben irgendwie auch vom Herrn die Ermutigung bekommen, dass es den Paulus gar nicht besser ging.
Paulus hat den Römerbrief geschrieben und dann musste er hineinschreiben, ja, wenn die Sünde groß ist, ist die Gnade noch größer. Und dann schreibt er, ja, heißt das, dass wir jetzt sündigen können? Wie können wir sündigen? Wir sind doch der Sünde gestorben. Und Paulus musste auch korrigieren. Nur weil die Gnade so genial ist, nur weil das vollbrachte Werk so genial ist, heißt das nicht, dass wir leben können, wie wir leben wollen. Und dann habe ich gesagt, ich werde nicht aufhören, Jesus zu predigen. Wisst ihr, ich sage euch was, egal wie alt ich werde, ich werde nicht aufhören, die Person Jesus Christus zu predigen. Meine größte Leidenschaft in meinem Leben ist Jesus. Das ist nicht die Kinder in Brasilien, nicht den Leuten die Dinge zu lehren, nicht die Gemeinde. Meine größte Leidenschaft ist eine Person. Und diese Person wird bis Ende meines Lebens meine größte Loyalität haben. Meine Loyalität gehört Jesus. Die gehört keinem System, die gehört keinem Menschen. Meine erste Loyalität gehört nicht mal meiner lieben Frau. Meine erste Loyalität gehört einer Person und diese Person heißt Jesus. Der hat sein Leben für mich niedergelegt, der ist gestorben für mich, der hat alles für mich gegeben und niemals werden sich meine Knie vor irgendwas oder jemand anders beugen, außer vor unserem geliebten Herrn Jesus. Und das bleibt mein Fokus, das bleibt mein Mittelpunkt, der bestimmt mein Denken, der bestimmt mein Handeln, der bestimmt mein Leben, der ist mein Atmen, der ist mein Alles. Und da wir ergriffen haben, wie wunderbar Jesus alles getan hat und welches herrliche Werk er geschaffen hat, ist es eigentlich, das sollte es, möchte ich mal so sagen, sollte es das Natürlichste sein, dass unser Bestreben auch ist, so zu leben, wie es ihm wohl gefällt. Wisst ihr, eine Ehe, die natürlich gut ist, die einfach entspannt ist, einfach ganz natürlich entspannt ist, das wird nicht eine Ehe sein, wo der Ehemann Angst hat, etwas zu tun, was die Frau verletzen könnte, weil, dann ist sie vielleicht sauer auf mich. Oder dann muss ich mir morgen das Essen selbst aufwärmen. Oder dann kriege ich 3 Tage Schweigezeit in meinem Hause. Oder dann schläft sie vielleicht nicht mehr mit mir. Wisst ihr, wir waren zu unserem 12. Hochzeitstag, habe ich Debbie überrascht auf einen Last-Minute-Urlaub auf die Insel Kos. Und ich habe zu ihr gesagt, Liebling, fahren wir eine Woche weg. Ich habe Babysitter organisiert und ich habe gesagt, wo willst du hin? Und sie gesagt, einfach nur weg. Egal, nur du nicht weg. Überrasch mich. Und ich habe gesagt, okay. Und ich habe diesen Last-Urlaub gebucht und dann flogen wir auf die Insel Kos. Und wir lesen beide sehr gerne, wir haben beide Bücher sehr gerne. Und ich habe damals ein Buch mitgenommen, das mir empfohlen wurde, von einigen Leuten, ein Buch über Ehe. Angeblich eines der besten christlichen Bücher über Ehe. Von einem bekannten Mann, Pastor einer Megagemeinde in Amerika. Und wir saßen in unserem Hotelzimmer auf dem Bett und ich las das Buch und David las auch ihr Buch. Und plötzlich, sie las ein anderes Buch und plötzlich nahm ich dieses Buch. Ich schleuderte es in die Ecke des Zimmers und habe Worte verwendet, die ich heute vielleicht nicht mehr verwenden würde oder vielleicht doch. Und habe dieses Buch in die Ecke geschmissen. Und der wird gesagt, ja, warum bist du so sauer? Was ist denn da los in dem Buch? Und ich habe zu ihr gesagt, stell dir vor, was dieser Mann in diesem Buch schreibt. Dieser Mann schreibt in seinem Buch, das war ein Ehebuch für Männer, also nicht ein generelles Ehebuch, wie Männer bessere Ehemänner werden können. Und in diesem Buch schreibt der Mann, wenn du am Abend mit deiner Frau ins Bett gehen willst, ist es nicht einfach genug, dass du sie am Abend um 6 bittest. Die Frau funktioniert anders. Du musst bereits morgens nach dem Aufstehen liebevoll zu ihr sein, nette Worte zu ihr sprechen. Du musst bereits den ganzen Tag über. Ich habe mir gedacht, der Mann, der macht die Frau zur Hure. Der hat soeben den Christen gesagt, wie man die Frau zur Prostituierten machen kann. Die Prostituierte zahlst du mit Geld, deine Ehefrau zahlst du mit netten, lieben Worten. Dasselbe Prinzip. Ich gebe dir liebevolle Worte, ich bin da früh schon nett, weil am Abend kann ich dann mit dir schlafen. Ich war so stinksauer, ich habe mir gedacht, um Himmels Willen, was ist denn da los? Und wisst ihr, es ist sehr oft so, dass es oft dieses Versteckte ist in uns drinnen.
dass wir glauben, dass wir immer wieder gewisse Dinge tun müssen, um dann auch etwas zurückzubekommen. Und das darf es nicht sein. Ja, in der Ehe sollen wir Ehemänner zu den Frauen nicht nett sein, damit wir am Abend mit ihnen einen schönen Abend verbringen können. Das ist doch absurd. Das ist völlig absurd. Das ist unbiblisch, das ist falsch, das ist egoistisch, das ist selbstzentriert. Das ist grauenhaft. Und ist es nicht so oft, dass wir gar nicht gelernt haben, was es wirklich bedeutet, in Intimität miteinander zu leben? Ich habe bei unserer Mentorin gelehrt über die 4 Intimitäten. Die körperliche, die geistliche, die emotionale und die intellektuelle. Und wisst ihr, wir haben die körperliche Intimität zum Wichtigsten gemacht. Und wir haben gar nicht gelernt, in emotionaler Intimität weder mit Gott zu leben, noch miteinander zu leben. Wir haben nicht gelernt, in intellektueller Intimität zu leben. Und da ist es auch so, wenn ich in einer Beziehung aufpasse, dass ich ja nicht sage, weil die Debbie verletzt wird, dann könnte sie sauer auf mich sein. Was ist das denn für eine Basis, die Frau gut zu behandeln? Dann geht's wieder zurück auf mich. Ich will keine saure Frau haben, ich will keine grießgämige Frau haben, ich will keine Debbie haben, die auf mich sauer ist, also muss ich aufpassen, wie ich mit ihr umgehe. Und ist das nicht genau das, was wir mit Gott gemacht haben? Ich muss aufpassen, wie ich mit meinem Leben mit Gott lebe, ich muss Gott wohlgefällig leben, weil wer weiß, ob Gott vielleicht da nicht sauer ist auf mich. Meine lieben Freunde, das ist der falsche Ausgangspunkt. Die Basis ist, ich bin so ergriffen von der Liebe meines Ehepartners, dass mein größtes Wohlgefallen, mein größtes Verlangen ist es, dass ich so lebe, dass mein Ehepartner Freude hat mit mir. Vor 2 Wochen war ich mit Debbie irgendwo unterwegs. Und Debbie stoppte und Debbie schaute mich an und Debbie sagte, weißt du, wie gerne ich mit dir zusammen bin? Ich bin so richtig gerne mit dir zusammen. Und wisst ihr, und das muss auch unsere Basis sein, Wohlgefallen, Gott wohlgefällig zu leben. Dass Gott sagt, weißt du, wie gerne ich mit dir zusammen bin? Weißt du, wie ich mich freue, wenn ich mit dir bin? Weißt du, wie viel Spaß es mir macht, mit dir Zeit zu verbringen? Wenn du ergriffen bist von wie Freude er mit dir hat, wie sehr er sich sehnt nach dir, wie unwahrscheinlich er es genießt, mit dir zu sein, dann wirst du alles tun, damit du diese Intimität nicht störst. Nicht aus Angst, sondern aus diesem tiefen Verlangen heraus zu erwidern, was er dir zuerst gegeben hat. Und auf diese Art und Weise werden wir auch ein Leben leben können, das Gott wirklich wohlgefällig ist. Weil wir einfach diese Intimität so genießen, weil wir diese Zweisamkeit so genießen, weil wir es so genießen, ich darf sein, der ich bin geliebt, ich bin angenommen. Also bestrebe ich auch, mein Leben so zu leben, dass er mich nicht nur bedingungslos liebt, sondern dass es einfach genießt, all das, was ich tue, zu sehen. Und längst verbrachte ich Zeit mit Jesus. Und Jesus sagte zu mir, Reinhard, wenn du verstehen würdest, wie sehr ich mich freue daran, wie du meine Kinder liebst und wie gut du mir dienst. Und ich wusste, ich brach einfach so zusammen in der Gegenwart des Herrn. Ich dachte mir, Herr, ich tue ja gar nichts für dich, um was zu kriegen. Ich tue alles, was ich tue für dich, weil du so gut bist. Weil du einfach nur so gut bist. Und vom Herrn zu erfahren, dass er so richtig Freude hat, weil ich das, was er mir gegeben hat, ihm zurückgebe. Die Liebe, die er mir gegeben hat, mit der liebe ich ihn zurück. Die Liebe, die er mir geschenkt hat für die Menschen, mit der liebe ich die Menschen. Die Gaben, die er mir ja geschenkt hat, die kommen ja nicht aus mir heraus. Die Gaben, die er mir geschenkt hat, die verwende ich, um es ihm wieder zurückzugeben, damit er durch mich verherrlicht wird. Und wisst ihr, der Herr hat solche Freude, wenn wir aus den richtigen Motiven ein Gott wohlgefälliges Leben leben. Der Herr freut sich so daran,
wenn wir ergriffen haben, wie wunderbar es ist, und jetzt sagen wir, okay, Jesus, darf ich dir etwas zurückgeben? Manchmal sage ich zum Herrn, Herr, ich bin jetzt 63, keine Ahnung, wie lange wir noch auf dieser Erde zu leben haben. Manchmal sage ich, Herr, du hast mir so viel gegeben und ich habe nur ein paar Jahrzehnte, um dir das zurückzugeben, was ich habe. Nur ein paar Jahrzehnte. Wie wünschte ich es mir, ich könnte 300 Jahre alt werden auf dieser Erde. Nur um 300 Jahre lang ein bisschen zurückzugeben von dem, was er mir gegeben hat. Nur ein bisschen von dieser Liebe zurückzugeben, von dieser Liebe weiterzugeben, die er mir zuerst geschenkt hat. Und wenn das unser Herz ergreift, dann werden wir immer alles daran tun, um ein wirklich Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Und ich verstehe auch, ich habe auch Verständnis dafür, dass durch die ganze Religiosität und das falsche Gottesbild und diese verzerrten Dinge, wo wir gedrillt wurden, getrichtert wurden, wenn du so nicht lebst, ist Gott sauer, wenn du das nicht lebst, hat Gott keine Freude. Weißt du, wenn du das nicht, ständig dieser Gott, wo wir nie wissen, ob er überhaupt Wohlgefallen an mir hat, dann haben wir uns angestrengt und versucht und abgeplagt, dass wir so leben, wie Gott wohlgefällig ist. Trinken dürfen wir nicht zu viel, rauchen schon gar nicht. Und je, wir denken mal, was nicht so perfekt ist. Und gar nichts dürfen wir, nichts mehr, nichts mehr. Wir leben ein kriegsgrimmiges Leben, laufen in welchen Gottesdienst, gehen hinein, sagen Halleluja, singen die gleichen Lieder mit und sind sauer auf den Bruder, der neben uns sitzt. Und so spielen wir unser Spiel Woche für Woche für Woche für Woche dahin. Und immer wieder denken wir, okay, das gefällt Gott, das muss ich tun. Und merken wir, dass wir dann zerbrechen. Entweder zerbrechen wir daran oder werden wir zu modernen Pharisäern. Dazwischendrin gibt es nichts. Und dann reagieren eben viele Christen und sagen, danke schon, das habe ich schon erlebt. Ich habe eine Frau kennengelernt in Brasilien, die hat so viel Gesetz gepredigt bekommen und Strafen der Gott gepredigt bekommen. Die war sogar Leiterin in einer evangelikalen Freikirche, wo ich öfter gepredigt habe. Und die Frau hat die Gemeinde verlassen und die Frau hat gesagt, ich habe sie selbst diese Worte hören sagen zu mir. Die hat gesagt, ich habe gesagt, lieber gehe ich in die Hölle, als dass ich mein Christenleben weiterlebe mit einem Gott, wo ich nie weiß, ob er zufrieden mit mir ist. Und irgendwann traf eine Freundin diese Frau auf der Straße und fragte sie, wie sie geht. Und sie sagte eben, ich lass mich in Ruhe, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und dann sagte sie, tust du mir einen Gefallen? Ich schicke dir eine einzige Predigt, hörst du die an? Und sie sagte, okay. Und das war eine Predigt, die ich vor Jahren in Amerika gepredigt habe, über die perfekte, vollkommene, bedingungslose Liebe Gottes. Und die Frau brennt heute für Jesus, ist in der Gemeinde involviert, ist wieder in der Leiterschaft der Gemeinde. Und wisst ihr, wir dürfen nicht irgendetwas für Gott tun, damit er ähnlich nicht mehr sauer ist auf uns. Er ist nicht sauer auf dich. Und ja, die Bibel lehrt es sehr klar, das ist gar keine Frage. Die Bibel lehrt, dass es Dinge gibt, die Gott nicht wohlgefallen und Dinge gibt, die Gott wohlgefallen. Das ist völlig klar, die Bibel sagt das ja auch. Aber wie ich euch heute schon gesagt habe, zuerst hat Gott gesagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann schau, was die Bibel sagt in Johannes 8, Vers 29. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein. Ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Jesus hat sein Leben immer danach aufgerichtet, Gott wohlgefällig zu leben. Aber das war nicht, wo alles begonnen hat. Begonnen hat es, dass der Vater mal gesagt hat, du bist mein lieber Sohn, du willst auch Geld dafür, dass du das wieder in den Stand setzt. Ha? Bitte? Ja, sorry. Der Fahrer des Fahrzeuges Stuttgart, also SNQ6709, steht vor der Garage unseres Nachbarn. Der steht also draußen und möchte gerne rausfahren. Also SNQ6709. Bitte schnell wegfahren. Vielen Dank. Ist diese Person hier? Es sieht nicht so aus. Ja?
Schnell wegfahren. Okay, wir haben die Person identifiziert und isoliert. Der Nachbar kann raus. Und weißt du, und bevor Jesus gesagt hat, ich tue immer das, was dem Vater wohlgefällt, hat der Vater gesagt, das ist mein lieber Sohn, in dem ich wohlgefallen habe. Und hier sehen wir wiederum, dass alles beginnt mit dem, was er uns gegenüber empfindet. Und ich habe so das Neue Testament durchstudiert, was es eigentlich bedeutet, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Und da gibt es eine ganze Anzahl von Bibelstellen, die zeigen, was ihm wohlgefällig ist. Wisst ihr, ich habe gestern erwähnt, dass Jesus eine Gemeinde dabei ist, wiederherzustellen, die in Reinigkeit, in Heiligkeit und in der Furcht Gottes wandelt. Und das Wort Furcht Gottes ist etwas, was auch einen eigenartigen Geschmack hat bei vielen Christen. Ich lese euch einen wunderbaren Bibelvers vor. Ich lese euch zwei wunderbare Bibelverse vor. Ich werde euch noch viele wunderbare Bibelverse vorlesen. Schau mal, was die Bibel sagt über Gott zu fürchten. 5. Mose 10, Vers 20. 5. Mose 10, Vers 20. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhängen und bei seinem Namen sollst du schwören. Bibelvers kennen die meisten alle. Gott hat ins Alte Testament, ins Gesetz hineingeschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, fürchten. Als der Teufel einige tausende Jahre später Jesus in der Wüste versuchte, was hat Jesus dem Teufel da zitiert? Als der Teufel gesagt hat, wirf dich doch nieder und bete mich an. Was hat Jesus da zitiert? Schau, was Jesus sagt. Matthäus 4, Vers 10. Matthäus 4, Vers 10. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten. Wisst ihr, dass nirgendwo im Alten Testament geschrieben steht, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten? Schau mal nach. Jesus hat das Wort fürchten für anbeten ausgetauscht. Jesus hat die Mosestelle zitiert, wo drin steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Jesus zitiert diese Stelle, er sagt, es steht geschrieben, ich habe nachgeschaut im Alten Testament, wo es geschrieben steht, dass du Gott, deinen Herrn, anbeten sollst. Ich habe es nicht gefunden. Jesus hat zitiert, du sollst Gott, deinen Herrn, fürchten, aber er hat uns gezeigt, dass mit seinem Kommen alles sich geändert hat. Mit seinem Kommen ist der Gott nicht ein distanter Gott, vor dem irgendjemand Angst haben muss. Vor seinem Gott wird der Gott zu einem, den wir aus Ehrfurcht, aus Liebe, weil wir so ergriffen sind von ihm, sehr gerne anbeten. Und wenn wir mal verstehen, dass Gott anzubeten bedeutet nichts anderes, als uns ihm hinzugeben, ihn auszuliefern, weil uns seine Liebe so ergriffen hat. Wisst ihr, ich war früher Blogger, das wisst ihr ja gar nicht. Ich war vor etwa 18 Jahren Blogger. Ich hatte eine eigene Webseite und ich habe da gebloggt. Ich habe über 100 Blogs geschrieben. Und ich habe die Webseite zugesperrt und die Blogs alle gelöscht. Alle völlig, schau mich nicht so an, Peter, die wird niemand bekommen. Ich habe sie alle gelöscht. Denn das Tragische in der Sache war, das habe ich mir gar nicht gedacht. Ich dachte mir einfach, ich werde den Christen was Gutes tun. Und habe dort gebloggt. Und habe damals, einer der Blogs war über den 10., da ging schon die Hölle los. Ein anderer der Blogs war über wie die wahre Gemeinde aussieht, da geht auch die Hölle los. Dann ein anderer Blog war über Anbetung, da haben mich die Anbetungsleiter alle dann gesteinigt und gekreuzigt. Und wisst ihr, ich habe damals geschrieben einen Blog über wahre Anbetung.
Und was ich getan habe für diesen Blog, ich habe die gesamte Bibel durchstudiert und ich habe überall in der Bibel geschaut, wo das Wort für Anbetung steht. Und dann habe ich herausgefunden, dass es keine einzige Bibelstelle gibt, wo Anbetung mit Musik in Zusammenhang gebracht wird. Keine einzige. Wir haben einen Anbetungsleiter, obwohl in der Bibel wird Anbetung nie mit Musik in Zusammenhang gebracht. Nicht eine einzige Bibelstelle gibt es dazu. Anbetung hat nichts zu tun mit dem, was du singst. Anbetung hat zu tun mit deiner Herzenshaltung vor dem Herrn. Denk an die Bibelstelle wie Abraham, wie Gott zu ihm sagte, geh und opfere Isaak, den einzigen Sohn, den du liebst. Abraham hat das gemacht. Er schnappt den Sohn, er geht weg, spaziert 3 Tage lang dahin und plötzlich sagt er zu seinem Diener was? Du bleib hier, ich gehe mit dem Jungen, um was zu tun? Um Gott anzubeten. Also Anbetung. Abraham ging nicht dorthin mit seinem Jungen, hat gesagt, sing wir mal ein paar Lieder, junger Mann. Ha? Abraham hat keine Lieder gesungen. Das ist die erste Erwähnung im hebräischen Urtext vom Wort Anbetung. Abraham ging dorthin, weil er reagieren wollte auf die Güte seines unwahrscheinlichen Herrn, der ihm diesen wunderbaren Sohn gegeben hat und gesagt, die einzige Reaktion ist, dir alles zurückzugeben. Und Abraham glaubte, dass Gott ihn wieder aus den Toten auferwecken wird, sagt uns der Hebräerbrief ganz klar. Und Anbetung bedeutet, dass wir als Reaktion auf das, was Gott uns gegeben hat, uns vor ihm verneigen, vor ihm verbeugen und ihm alles geben, was er uns gegeben hat, zurückgeben. Und das bedeutet es auch, die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn bedeutet nicht, dass du irgendwo Angst hast, dass wer weiß, was Gott jetzt alles tut, sondern die Furcht des Herrn, wie Jesus Furcht des Herrn zitiert hat und gesagt hat, du sollst Gott, den Herrn, anbeten. Mit anderen Worten, du hast alles von ihm bekommen, jetzt gibst du ihm in Ehrerbietung alles wieder zurück, was du bekommen hast. Wahre Anbetung ist eine Ehrfurcht im Herzen. Ich muss meine Wortwahl jetzt hier sehr sorgfältig wählen. Wahre Anbetung ist eine ehrfürchtige Haltung im Herzen, wo ich mit großer Freude alles tue, damit der Herr richtiges Wohlgefallen hat an den Dingen, die ich tue. Wir müssen einen Unterschied machen zwischen, ob der Herr Wohlgefallen hat an mir als Person und mich bedingungslos liebt, oder ob er Wohlgefallen hat an den Dingen, die ich tue. Ich liebe meine Söhne bedingungslos, aber nicht alles, was meine Söhne tun, bereitet mir Wohlgefallen. Und wenn wir ergriffen haben, wie genial Gott ist, dann haben wir ein Verlangen in unserem Herzen. Wir haben einfach ein Verlangen in unserem Herzen, dass Jesus auf uns schaut und sagt, weißt du, wie du das tust, das gefällt mir schon. Das gefällt mir doch echt. Nicht, weil wir das brauchen, weil sonst ist er sauer für uns, sondern weil wir so ergriffen sind von seiner Liebe, dass wir einfach die tiefe Sehnsucht im Herzen haben. Herr Jesus, ich freue mich so richtig, wenn du sagst, da habe ich richtig Freude mit dem, was du tust. Geht's euch nicht so? Geht's euch nicht so, wenn ihr jemand habt, den ihr total liebt, den ihr wirklich liebt? Wisst ihr, ich sage immer, wir haben zu Hause eine ganze Schublade gehabt, jetzt nicht mehr, aber in Goiânia, wo wir lebten, hatten wir eine ganze Schublade. Und ich habe den Leuten immer gesagt, wenn Debbie eine Person der Dreieinigkeit wäre, die Debbie wäre der Heilige Geist. Ganz sicher nicht, weil sie weiblich ist und der Heilige Geist auch weiblich ist, sondern der Heilige Geist liebt es, Gaben zu geben. Wir hatten eine ganze Schublade zu Hause. Diese Schublade war nichts als eine Schublade von Geschenken. Nicht die wir bekommen haben, die der überall zusammengekauft hat.
Du kannst hingehen, wo du willst mit der Debbie. Sie wird immer überall Dinge kaufen, die sie den anderen verschenken will. Schau, das würde Zita gefallen, das kaufe ich. Liebling, die sehen wir erst wieder in einem Jahr. Das würde dem gefallen. Liebling, die sehen wir lange nicht. Da, Mai, wo immer du hingehst, sie denkt immer an die halbe Welt und will immer für alle Menschen Geschenke kaufen. Und die Geschenke, die sammeln sich zu Hause an, weil irgendwo wird sie irgendwann eine Person finden, die dieses Geschenk mögen wird. Und ich sage zu Debbie, Liebling, unser Koffer ist mit Kleidern voll. Da haben wir keinen Platz mehr. Wir haben keine Kilos übrig, dass wir noch Geschenke hineingeben für andere Dinge, für andere Menschen. Weißt du, was sie sagt? Ja, schau, wir nehmen jetzt die Geschenke mit und dann drüben kommen die raus. Und dann, wenn wir in Europa sind, sind die Geschenke raus. Dann haben wir wieder Platz, um neue Geschenke zu kaufen und mit nach Hause zu nehmen für die anderen Leute in Brasilien. Und ist das nicht so? Wenn du jemanden wirklich liebst und du gibst ihm ein Geschenk, dass du, der du schenkst, die größere Freude hat, als der beschenkt wird, ist es nicht so etwas Phänomenales, dass manche Leute sagen oft, Mai, du hast ein Opfer gebracht, um mir das zu schenken. Und der denkt sich, was? Wenn du wüsstest, wie ich mich freue, dass ich dir das schenken darf. Und genauso geht es mit einem Gott wohlgefälligen Leben. Diejenigen, die von seiner Liebe ergriffen sind, die sagen, wow, ich darf dir wohlgefällig leben. Herr, du erlaubst mir so zu leben, dass es deinem Herzen gut tut. Du erlaubst es mir so zu leben, dass ich dir etwas zurückgeben darf von dem, was du mir gegeben hast. Und darum ist es wirklich wichtig, dass die Welt wiederum sieht, dass Menschen ein Gott wohlgefälliges Leben leben, nicht aus irgendeinem anderen Motiv heraus, weil die Liebe Gottes drängt mich. Die Liebe Gottes, die drängt mich. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, bin ich so ergriffen von seiner Liebe, dass mein Herz sagt, Herr, was kann ich heute tun, damit du richtig glücklich bist? Nicht damit du mich mehr liebst, damit du richtig glücklich bist. Wisst ihr, Debbie und ich streiten eigentlich ganz selten. Heute, früher war das nicht so selten. Früher haben wir ganz selten nicht gestritten. Aber heute streiten wir ganz selten. Aber wenn wir heute hier und da mal einen Streit haben, ist es eigentlich meistens um dasselbe. Ich will dir dienen, du willst mir dienen. Nein, lass mich. Ja, du machst immer, ich... Okay, dann mach halt. Jeder will den anderen dienen. Jeder will den anderen mehr Liebe zeigen. Jeder will den anderen mehr zurückgeben. Und so sollte es auch sein, wenn die Welt auf uns schaut, dass die Welt sieht, natürlich heraus, vom Herzen heraus, die leben nicht als irgendwelche Christen, denen ein Joch auferlegt wurde. Die leben als Christen, weil sie ständig dieses Verlangen haben. Was gefällt meinem Herrn wohl? Und wenn wir dieses Christenleben leben, wir werden erstens Gott gut repräsentieren und wir werden auch ein unwahrscheinlich authentisches Christenleben leben. Bestimmt habt die meisten von euch mich sagen gehört, aber für die, die es nicht gehört haben, in der Nacht, in der der Herr mich aufweckte und sagte, Reinhard, meine Kinder repräsentieren mich gar nicht gut. Bitte möchtest du mich nicht gut repräsentieren. Ich spürte einen Schmerz im Herrn Gottes, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Vater und Jesus haben eine tiefe Sehnsucht danach, dass er von seinen Kindern gut repräsentiert wird. Der Vater sehnt sich so danach, dass wir, die wir uns seine Kinder nennen, so ergriffen sind von seiner Liebe, dass unser tiefes Verlangen ist, ihn so gut zu repräsentieren, dass es ihm ständig Wohlgefallen bereitet. Wisst ihr? Ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr Eltern seid. Aber für mich als Vater war einer der schmerzhaften Dinge im Leben meiner Jungs, wenn meine Jungs sich gestritten haben. Wirklich gestritten haben. Das war für mich, weißt du, ich dachte mir, beide kommen aus meinem Körper, beide kommen aus Mamas Körper.
beide sind von uns geliebt, beide sind von uns gewollt und die mögen sich gar nicht. Das war für mich so ein Stich in meinem Herzen. Und eines Mal dachte ich mir, wie muss sich unser Vater fühlen, wenn seine Kinder sich gegenseitig bekriegen, nicht vergeben, böse reden, mit übereinander schlecht reden. Wie muss sich der Papa fühlen, der alle seine Kinder so tief liebt und dann sieht er, wie die Kinder sich um Dinge streiten, um die wir uns gar nicht streiten sollten. Meine Theologie, meine Erkenntnis, ich komme nicht dran. Ich sag dir, wenn wir erkennen und begreifen, wie wir geliebt sind und ihm ein wohlgefälliges Leben leben wollen, wir werden niemals mehr etwas tun wollen, was dem Vater nicht angenehm ist in seinem Herzen. Es wird uns ein natürliches Bedürfnis sein, dass wir ständig wissen, wow, der Papa ist so glücklich, wie ich mein Leben lebe. Er ist einfach so glücklich, wie ich mein Leben lebe. 15.14 Uhr, wir werden Folgendes machen. Lass mich mal überlegen. 15.14 Uhr, 16.14 Uhr. Okay, ich mache bis 15.30 Uhr. Dann machen wir eine Stunde Intervall bis 16.30 Uhr. Dann werden wir auch Zeit haben, hier zu beten. Bevor wir und mein Team für euch beten werden, gehe ich mal aufs WC, denn ich habe vergessen, aufs WC zu gehen. Meine Augen sind schon wässrig, ihr glaubt, ich heule hier. Aber in Wirklichkeit ist das nicht das Heulen, sondern drückt es mir schon das Wasser bei den Augen raus. Aber Viertelstunde schaffe ich noch. Notfalls stehe ich halt so hier und predige so hier weiter, aber ich werde die nächste Viertelstunde noch schaffen, okay? Dann machen wir eine Stunde in der Wahl und unsere Schüler der Schule werden hier gerne für euch beten. Schau mal. Psalm 147, Vers 11. Ich werde euch jetzt eine ganze Anzahl von Dingen zeigen, die die Bibel sagt, die dem Herrn Wohlgefallen bereiten. Psalm 147 und Vers 11. Der Herr hat Wohlgefallen an denen, die ihn fürchten oder die ihn verehren, die ihn anbeten, die auf seine Gnade hoffen. Wow. Der Herr hat Wohlgefallen daran, die auf seine Gnade hoffen. Was bedeutet das? Gnade, einer der wichtigsten Aspekte der Gnade, von meinem Studium des griechischen Urtexts her, ist der Aspekt der Gnade, dass es die göttliche Befähigung ist, der göttliche Einfluss auf unser Herz, der uns befähigt, Dinge zu tun, die wir selbst nicht tun könnten. Die Bibel sagt, Gott hat Wohlgefallen an denen, die sich auf seine Gnade, auf seine göttliche Befähigung verlassen. Was heißt das? Das heißt, jeder Christ, der aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung, aus eigenem Schaffen, aus eigenem Können, aus eigenem Vermögen sein Leben lebt, an dem hat Gott kein Wohlgefallen. Gott liebt dich bedingungslos, aber es gefällt ihm gar nicht, wenn du aus deiner eigenen Kraft lebst. Stell dir mal vor, es würde alles aus der Gemeinde beseitigt werden, was menschliche Kraft ist. Wie viel würde noch überbleiben? Wisst ihr, dass in den Vereinigten Staaten die Depression und das Burnout unter Pastoren eine der höchsten aller Berufsgruppen ist? Wisst ihr das? Eine der höchsten aller Burnouts ist unter christlichen Leitern. Mir haben die Leute auch gesagt, als ich 30 war, haben mir die Leute prophezeit, mit 40 werde ich Burnout haben und Herzanfall. Weil die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, die verschafft kein Mensch. Das geht gar nicht. Wisst ihr, wenn ich aus meiner Kraft leben würde, wenn ich die Dinge, die ich tue, tun würde, weil ich die Talente habe, die Gaben habe, die Befähigkeiten habe, ich habe das studiert, ich habe das gelernt, ich weiß, wie ich das mache, dann hätte ich bei 50% von dem, ich mache, ganz sicher Burnout.
Ganz sicher, da mache ich mir gar nichts vor. Mache ich mir nichts vor. Nachdem Gott Wohlgefallen hat an denen, die sich auf seine Gnade verlassen, ja, rate mal, worüber Gott sich freut. Gott freut sich darüber, wenn der Schwache in der Früh aufsteht und sagt, Herr Jesus, ich bin dir so dankbar, dass ich so schwach bin. So dankbar. So dankbar. Herr Jesus, wisst ihr, eigentlich sollten wir Folgendes tun. Wenn wir Zeugniszeit haben, wenn wir Zeit haben, wer hat ein Zeugnis? Dann sollten wir eigentlich solche Zeugnisse ständig hören. Meine lieben Freunde, der Herr ist so gut, der Herr ist so gut. Ich bin endlich zum Ende meiner eigenen Kraft gekommen. Der Herr ist so gut, so gnädig und so gütig ist er. Er hat mir die Aufgabe gegeben, die ich gar nicht tun kann. Gelobt sei der Name unseres Herrn. Endlich darf ich was tun, was ich gar nicht weiß, wie es geht. Aber was tun wir? Wir zählen unsere Zeugen, was wir alles geschafft haben, was wir alles gemacht haben, was wir alles gekonnt haben. Habe ich euch nicht gesagt heute, wo der Herr nicht das Haus baut, da bauen die, die bauen um. Sonst. Das ist mein Bibelvers seit Jahrzehnten. Jesus, wenn du nicht bloß in den Kitzkern baust, dann kann ich bauen, wie ich will. Dann gibt es Burnout, dann gibt es Stress, dann gibt es Depression, dann gibt es Frustration. Und irgendwann geht alles den Bach runter. Also ich sage unseren Mitarbeitern ständig, Brasilien-Kitzkia ist nicht das Werk Reinhardt und Debbie. Brasilien-Kitzkia ist das Werk, das Jesus baut. Nachdem Jesus das Werk baut, hat er keinen Stress dabei, macht sich keine Sorgen um die Finanzen, macht sich keine Sorgen, wie es weitergeht. Alles ist okay. Beruhigt euch. In Brasilien haben sie auf dem Handy, wie sagt man das, die Emoji? Die Emoji? In Brasilien, da kursieren Emojis mit meinem Foto drauf. Da gibt es ganze Gruppen mit meinem Namen. Da kursieren Emojis. Und eines dieser Emojis, die überall herum kursiert, mein Foto und die Worte, sieh calma, sieh calma. Das bedeutet, beruhig dich, beruhig dich. Calm down, calm down. Sieh calma, menina, sieh calma, menino. Beruhig dich mal. Alles ist okay. Wisst ihr warum? Weil ich ergriffen habe, erkannt habe, anerkannt habe, der Herr hat kein Wohlgefallen an den Menschen, die sich nicht 100% auf seine Gnade verlassen. Er hat Wohlgefallen auf denen, die gelernt haben, aus seiner Gnade zu leben. Wenn ich Jesus liebe, weil ich so von seiner Liebe ergriffen bin, dann werde ich auch herausfinden wollen, was ihm wohl gefällt. Und eines der Dinge, die ihm wohl gefällt, ist, wenn du am Ende deiner Kraft bist. Wisst ihr, was ich so gerne mache am Morgens nach dem Aufstehen, nachdem ich mal seine Liebe genieße, 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 dann sage ich Folgendes. Jesus, hiermit gebe ich wieder mal meine Bankrotterklärung ab. Ich bin bankrott. Ohne dich kann ich nichts tun. Und nachdem ich meine Bankrotterklärung abgegeben habe, sage ich, und Jesus, noch was habe ich dir zu sagen. Heute vermag ich alles durch den, der mich kräftig macht, Christus. Durch dich kann ich alles, schaffe ich alles, wirklich alles, tue ich alles. Ich kann 120 Stunden in der Woche arbeiten und irgendwann werde ich auch die göttliche Befähigung dazu zu nehmen, Urlaub zu machen. Da bin ich auch dabei zu arbeiten daran, dass ich auch das kann aus seiner Kraft. Nächstes Jahr mache ich 90 Tage versteckt Urlaub mit meiner Frau, ohne auf irgendeine Nachrichten von euch zu antworten. Stellt euch das mal vor. 90 Tage lang verstecke ich mich. Nur mein Mädchen und ich. Aber denken mal, die Bibel sagt, der Herr hat Wohlgefallen. Wohlgefallen an denen, die sich auf seine Gnade verlassen, die auf seine Gnade vertrauen. Eine Frage an dich. Die Frage darfst du dir selbst stellen. Wenn du aufhören würdest zu tun, alles, was du aus deiner eigenen Kraft schaffst, wie viel würdest du noch tun? Wenn du sagst, ab sofort tue ich nur mehr das, was ich aus meiner natürlichen Fähigkeit nicht kann. Ab sofort tue ich nur mehr das, was ich nur kann, wenn ich mich 100% auf seine Gnade verlasse.
Wie viel würdest du noch tun? Wie viel der Dinge tust du, weil du gelernt hast, sie gut zu tun? Stell dir die Frage. Sagt jetzt nicht, der Reinhard hat gesagt, wir sollen nicht lernen, Dinge gut zu tun. Das habe ich nicht gesagt. Aber was ich sage ist, die Christenwelt ist voll von Menschen, die ganz genau gut gelernt haben, wie sie das Leben meistern. Wir sehen ohnehin, wohin das geführt hat. Es hat dahin geführt, dass wir K.O. sind, ausgelaugt sind, ausgeputtert sind, ausgebauert sind, Stress haben permanent. Und dann sagen wir zu den Leuten, ja weißt du, ich muss halt einfach nur tun, was mir auch liegt. Nein, du musst das tun, was der Herr möchte, dass du es tust, egal ob du dich befähigt fühlst oder nicht. Denn er hat Wohlgefallen an wem? An denen, die sich auf seine Gnade verlassen. Da freut er sich so richtig. Weißt du, wenn Jesus auf dich schaut und Jesus zu dir sagt, mach das, und du schaust die Arbeit vor dir an und sagst, das schaffe ich nicht. Aber Herr, nachdem du Wohlgefallen hast an Menschen, die sich auf deine göttliche Befähigung verlassen, werde ich das anpacken und mich auf deine göttliche Befähigung verlassen. Dann sagt der Herr, ach, das gefällt mir. Ach, das tut mir so richtig gut. Daran habe ich so richtiges Wohlgefallen. Ich habe mal eine Predigt gepredigt in Wien, in der Gemeinde, die wir gegründet haben dort vor ein paar Jahrzehnten. Damals gab es Gott sei Dank noch keine Videos. Da hat man noch alles auf Kassetten aufgenommen. Ich predigte eine Predigt damals über den Bibelvers, der Herr hat kein Gefallen an der Stärke der Rosse, noch an den Schenkeln der Männer. Kennt ihr diese Bibelstelle? Ja? Nicht? Doch. Der Herr hat kein Wohlgefallen an den Kraft der Rosse und an den Schenkel der Männer. Und ich habe über diesen Bibelvers zu predigen angefangen und ich habe mir mitten in der Predigt die Hosen runtergezogen, ausgezogen. Damit niemand diese Predigt je vergisst. Ich hatte Unterhose an, keine Sorge. Und damals gab es keine Videos. Und Debbie war im Kinderdienst, die war nicht im Gottesdienst. Die konnte mich nicht stoppen. Ich habe mir mitten unter der Predigt die Hosen ausgezogen, bin in der Unterhose dagestanden und habe meine Schenkel so richtig schön von allen Leuten gezeigt und habe gesagt, schau mal, Gott hat gar keinen Gefallen daran. Leute haben diese Predigt nie vergessen. Aber ist es nicht so? Ist es nicht so, dass wir so viele Dinge gelernt haben, zu meistern, anstatt gelernt haben, uns auf seine Gunst, seine Gnade, seine Kraft, seine Fähigkeit zu verlassen? Ja, aber Reinhard, wie geht denn das ganz einfach im Praktischen? Das geht einfach im Praktischen so, dass wenn der Herr sagt, schau, mach da was, tu da was, kümmere dich um diese Menschen, um Jesus, was immer der Herr dir sagt, dass du einmal einen tiefen Atemzug nimmst und sagst, ohne dich kann ich nichts tun, durch dich vermag ich alles, weil du mich kräftig machst, Christus. Okay, mach mal's. Indem du im Herzen einfach danksagend, dankend ergreifst, dass du durch die Befähigung Gottes alles kannst. Es gibt kein Unmögliches mehr für diejenigen, die auf seine göttliche Befähigung vertrauen. Der Apostel Paulus, der hat es geschnallt, der hat gesagt, was? Ich freue mich woran? An Schwachheiten. Was tun wir? Wenn wir uns schwach fühlen, dann gehen wir vorne zum Gebetsteam. Betet für mich, ja, wofür denn? Damit ich neue Kraft bekomme. Das ist Gott nicht wohlgefällig. Was Gott wohlgefällig ist, zu sagen, ich weiß nicht, wie das geht, ich habe die natürliche Befähigkeit nicht, niemand hat es mir beigebracht, aber es gibt die Gunst, die Kraft, die Befähigung Gottes. Christus in mir weiß ganz genau, wie er das macht. Und ich vertraue 100% auf die Befähigung Christus in mir. Ich sage den Leuten immer wieder, als ich Brasilien Kids gegründet hatte, konnte ich weder Portugiesisch, noch wusste ich, wie man einen Verein aufmacht, noch wusste ich, wie man ein Waisenhaus gründet. Das erste wurde uns alles gestohlen und geraubt, Grundstück samt alles wurde uns gestohlen, wir wurden betrogen, wir wurden belogen, dann habe ich einfach von vorne angefangen.
wenn ich mich nicht wirklich für jede Entscheidung verlassen würde, darauf, dass es eine göttliche Befähigung gibt, damit ich alles tun kann, was er möchte, dass ich tue, dann ich würde mein Leben gar nicht so weiterleben können. Und das machen wir ganz praktisch, indem wir einfach sagen, danke, dass deine Befähigung meine Befähigung ist. Danke, Christus in mir ist groß genug, um jedes Problem zu meistern. Danke, die göttliche Energie in meinem Körper, die ist groß genug, Dinge zu tun, die ich gar nicht gelernt habe, zu tun. Stell dir vor, wenn wir die Gemeinde Jesu Christi so weitermachen, wie wir gemacht haben die letzten 1900 Jahre und einfach nur das tun, was wir alles tun können und schaffen, so haben wir keine Zukunft in dieser hoffnungslos verlorenen Welt. Was geschieht? Wir sehen das überall auf der Welt. Leute bauen Gemeinden auf aufgrund ihrer Gaben, Befähigungen, Talente und der Mann, der das aufgebaut hat, oben, der kippt und das Ganze kippt mit ihm. Ich sag dir, wenn eine Gemeinde kippt, wenn der Leiter kippt, ist die Gemeinde falsch gebaut geworden. Eine einfache Art und Weise. Die Gemeinde, die Jesus baut, die kippt nicht, die sperrt auch kein Coronavirus zu, da kann keine Regierung die stoppen. Die Gemeinde Jesus Christus, die wahrhaftig seine Gemeinde ist, die schafft die Verfolgung gut, die schafft jedes Chaos gut, die wird einfach nicht ausgelöscht werden, weil die lebt nicht aus ihrer eigenen menschlichen, natürlichen Fähigkeit heraus. Möchtest du, nachdem du so geliebt bist vom Vater, auch ihm wohlgefällig leben? Die erste Bibelstelle ist, Gott hat Wohlgefallen an denen, die sich auf seine Gnade verlassen. Die sagen, mit deiner Befähigkeit kann ich alles. Und zum Glück brauche ich nicht ohne deine Befähigkeit leben. Ich habe ja gesagt am ersten Tag, ich wollte mich tagelang vorbereiten auf diese zwei Tage. Und jedes Mal, als ich mich vorbereiten wollte, hat der Herr gesagt, nein. Nein, nein. Und ich stieg herauf und ich hatte keine Ahnung, was geschehen wird, als ich heraufstieg. Wenn ich mich nicht auf die Gnade Gottes verlassen hätte, ich wäre mit Panik hier angekommen. Ich hätte Donnerstagnacht gar nicht geschlafen und ich hätte mir am Freitag morgens wahrscheinlich noch in die Hose gemacht. Wir können tatsächlich ganz im Natürlichen aus dieser unwahrscheinlich genialen Gottesbefähigung leben. Du bist meine Kraft, Herr, danke. Fang einfach an, tagsüber immer wieder zu sagen, wow, Herr, du bist meine Kraft, du bist meine Weisheit, du bist meine Stärke, du bist meine Fähigkeit. Wow, Herr, du bist derjenige, der sich durch meine Gaben und Talenten ausdrückt. Du bist derjenige, der die Worte aus mir fließen lässt. Daran hat er wohlgefallen. Er freut sich so richtig über seine Kinder, die sagen, ich kann es nicht, aber wir können es. Ich kann es nicht, aber wir können es. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Geht mal alle schön dorthin, wo ihr hingehen wollt.